Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 3. Im letzten Part haben wir unsere erste Belagerungsrunde hier ergattern können und hoppala, treffen jetzt hier auf Araxom den Seelenschinder. Oh, ich sollte immer ein bisschen aufpassen, wenn ich das lese. Schänder, Gewittersturm, Blocker und Vereisungsimpuls, okay. Mit anderen Worten, du kannst wieder freezen. Solange du nicht wenigstens wieder 20 ätzende Sachen auf einmal kannst, ist das für mich völlig in Ordnung. So, oh, oh. Dass ich das noch erleben darf. Oh. Unser Buff-Gebiet. Es war tatsächlich mal an einer sinnvollen Stelle. Dass ich das noch erlebe. So, okay. Da kommt der Vereisungsimpuls. Deine Rüstung hauen wir dir kaputt. Auf dass du Mengen an Schaden erhalten mögest, die sehr hoch sind. Komm schon, komm schon, komm schon! Nicht einbuddeln. Yes, doch, er hat's geschafft. Aber jetzt! Der wollte jetzt aber auch echt hartnäckig nicht sterben. Kümmern wir uns noch um die Stachelkraken hier. Es spielt wieder die Musik, die ich sehr Mickey Epic-mäßig finde. Wir scheinen hier eher nach oben zu müssen dann. Komm schon. Komm schon. Stirb doch. Oh, da war gerade ein Schädel zu sehen. Ganz kurz hat man einen Punkt auf der Karte und einen Schädel gesehen. Das ist bestimmt kein schlechtes Zeichen oder so. Da ist es wieder. So, was haben wir denn hier Schönes gekriegt? Nein. Nein. Und nein. Gut, so viel dazu. Ah, ja, da sieht man doch schon. Wieder eine Zeitfalle. Haben wir ja schon bei der ersten Belagerungsrune gesehen. Ich bin nicht wirklich darauf eingegangen, aber es ist ja auch recht offensichtlich. Die sind in dieser Zeitfalle eingesperrt. Und der hier versucht gerade noch so voll sie zu zerstören. Und hier haben wir Emik Deva. Den Belagerungsgruppenhüter. Belagerungsrunenhüter, Entschuldigung. So, der scheint jetzt nicht so das Riesenproblem zu sein. Und der stand gerade wirklich super günstig mal innerhalb unseres Bonusschadenfelds. Und der steht auch hier wieder super günstig. Das gefällt mir. So dürfte es gerne immer sein. So, und jetzt gilt es nur noch... Huch. Eben kurz kaputt. Den Eingang zum Belagerungs- bzw. zur Ramme zu finden. Zum Belagerungsvorposten. Da machen wir uns doch so gleich auf den Weg, würde ich sagen. Ah, da hinten gleich. Das ist doch völlig okay. Das heißt auf jeden Fall, es hat sich gelohnt, erst oben lang zu gehen. Den Pfeil folgen. Weil wir jetzt sowieso hier unten lang müssen. Hey, au! Das habe ich zu spät gesehen. Ah, rennt doch nicht immer alle weg. Bleibt schön auf einem Haufen, damit ich das hier machen kann. Das mache ich. Nein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So, jetzt ist aber hier Schluss mit Weglaufen und Verbuddeln. Na, gut. Wenigstens mit Verbuddeln ist Schluss. Oh, Krusk! Vergeltung ist Gnade. Ah. Warum sind hier auch so viele von diesen... Meine Verletzungen sind zu schwer. Ja, ich merk's. Das ist auch gerade... Irgendwas hält mich fest. Nee, ich steck hier einfach nur fest. Das ist jetzt gerade nicht so gut. Was macht mir gerade so immens viel Schaden? Wahrscheinlich die Tatsache, dass hier 100.000 Stachelkraken auf einmal sind. Ah. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Stachelkraken explizit einfach so gar keinen Schaden mache. Bei den anderen Gegnern ist es wenigstens noch so okay von den Schadenswerten, aber die hier, die kriegen halt echt so... Die werden wahrscheinlich diesen Dornenschaden, den ich mir da drauf gewählt habe, nicht bekommen oder da resistent sein dagegen irgendwie so. Wäre jetzt einfach mal meine Vermutung.
Deshalb kriegen die nochmal so exorbitant weniger viel Schaden. Okay, ich höre ein Gackern. Das heißt, jemand wurde gehunt. Ah, halt, das will ich haben, so. Das ist noch nicht bereit. Nein, nicht einfrieren. Dankeschön. Ah! Meine Verletzungen sind zu Was hat der gerade mit einem Schlag gemacht? Ja, da war wahrscheinlich wieder irgendeine Todeskombo des Todes. Einfach immer wieder schön den Debuff raufkriegen. Also den Dot. Den Damage over time, den Dot. Dann wird er sich irgendwann auch von selbst erledigen. Ha! Das war im richtigen Moment den 2 benutzt und abgehauen. Seltener Speer. Erschreckender Stoß. Drop mir halt irgendwas, was ich auch benutzen möchte. Bitte Spiel, so schwer ist es doch nicht. Sehe ich übrigens gerade richtig, dass... Wie komme ich da hin? Ah, da. Okay, ich sehe schon. Alles gut. Der Speer würde jetzt wahrscheinlich immens viel mehr Schaden machen, aber prinzipiell, ihr wisst es ja. Und wir sind nicht an dem Punkt, wo ich sage, wir sind so dermaßen unterlegen, dass ich von diesen Prinzipien abweichen möchte. Okay, wieder so eine Ahornschärpe. Seht nur. Huch! So eine Kreatur hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Ja, ist ja nur so, dass wir schon 300 von denen jetzt gesehen haben, seit wir hier auf den Schlachtfeldern sind. Aber seitdem hast du ja auch nicht mehr geschlafen, also von dem her verstehe ich das mit den Träumen schon. Huch! Feuerball. Und voll reingerannt. Ja, ich bin noch nicht so weit. So, erstmal. Primär das Wichtigste, immer gucken, dass die schön ihren Schaden bekommen. Dann erledigen wir erstmal die, die nicht blau leuchtend sind. Oh, das ist sehr gut. Bleibt genau da, wo ihr jetzt seid. Hier kriegt ihr nämlich fetten Extra-Damage. So, jetzt ist mir wieder egal, wo ihr hingeht. Hauptsache, ich kriege wieder schön den Dot auf euch drauf. Das ist noch nicht bereit. Uhuhu, okay, der hat jetzt irgendwas Reflektierendes angemacht. Abschirmend, Feuerketten, geschmolzen und reflektiert Schaden. Ich weiß zwar nicht, was abschirmend, Feuerketten und geschmolzen bedeuten soll, aber reflektiert Schaden, das ist eine Sprache, die ich verstehe. Ich glaube, ich will schlicht und einfach Feuerketten. Heißt schlicht und einfach, ich will nicht in diesen Ketten stehen, die sich zwischen sich aufspannen. Weil das nämlich weh tut. In meiner Intelli-Schlaui-Klugigkeit habe ich das ganz alleine rausgefunden, dass das weh tut, wenn man in den Ketten drin steht. Zwei erwischt. Doch, das ist gut. So, nein. Komm, den ersten Hammer fast. Eigentlich haben sie alle nicht mehr viel. Das wäre wahrscheinlich eh alles viel einfacher, wenn ich einfach mal meinen Schaden auf einen gezielt konzentrieren würde und nicht alle drei immer so simultan runterschwäche. Aber das ist manchmal leichter gesagt als getan. Und eine opulente Platte. Das wäre er sicher. Was für ein Zauberer. Und was nicht legendäres für den Kopf. So, dann gehen wir doch mal zum Belagerungsvorposten. Gucken mal, was hier so los ist. Wie voll bin ich eigentlich? Ich glaube, wir gehen noch mal kurz zurück. Nur für den Fall, dass jetzt irgendwie 20 Elite-Gegner und 3 Bosse kommen. Außerdem schadet das Reparieren auch nicht. So. Den hier können wir einfach mal so einlagern und wieder zurück. Back to business. Was seid ihr denn? Kriegsgezeichneter Marodeur.
Das sieht nicht gut aus. Tilor, Meister der Ramme! Den töten wir natürlich sofort. So. Das scheint hier gerade relativ okay vom Schaden her zu sein. Sprach er und sah nur noch seine HP-Kugel sich leeren. Aber der scheint gerade sehr fixiert auf meine Wasserdiener zu sein. Das ist super. Und jetzt ist er auch noch ein Hühnchen. Und jetzt ist er tot. So, was zerfetzt da? Aszendentenstein der Klingen. Das ist wahrscheinlich wieder ein Hut, oder? Ja, natürlich. Ich bin mir sicher, dass sich der Prophet gegen Maltael gestellt hätte. Er hat immer das Potenzial in uns gesehen. Er glaubte, dass wir erreichen können, was den Seraphim verwehrt geblieben ist. Wie betrübt er wäre, wenn er das hier miterleben müsste. Etwas erreichen, was den Seraphim erwehrt ist? Sowas wie gegenseitige Rücksichtnahme und Akzeptanz anderer Völker? Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist Imperius nichts anderes als ein riesiger Rassist. Oder was sagst du dazu, Tyraide? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Splitter hat mir Maltaels Plan offenbart. Und er ist schrecklicher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit Hilfe des schwarzen Seelensteins will er sämtliche dämonischen Essenzen einfangen. Selbst jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert wird, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Wir können ihn noch aufhalten. Wir müssen die Festung angreifen. Das ist schon ein bisschen heftig, würde ich sagen. Maltael verändert den schwarzen Seelenstein grundlegend. Der Stein wird jetzt jegliche dämonische Essenz aus der gesamten Existenzebene anziehen, in der er sich befindet. Doch die Menschen stammen sowohl von Engeln als auch von Dämonen ab. Und mit Ausnahme von mir trägt jeder Sterbliche diese dämonische Essenz in sich. Sie ihnen zu nehmen würde bedeuten, ihnen die Seele aus dem Leib zu reißen. Was jetzt, muss man ja auch tatsächlich sagen muss, für den Tod jetzt gar nicht so ungewöhnliches wäre. So, wir stürmen das Festungstor mit unserer gewaltigen Ramme. Und primär wollen wir jetzt einfach nur Gegner bekämpfen. Rums! Er sagte mir, dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Als Gegenleistung für ihr ewiges Schweigegelübde durften sie Maltaels Teiche der Weisheit in den hohen Himmeln betreten. Im Verlauf der Jahrtausende... Greif die Haken an! Ich wollte gerade hören, was Kaiba zu sagen hat, Tyrael. Das war jetzt nicht sehr höflich von dir. Und ich möchte übrigens auch mal kurz darüber sprechen, wie cool ich einfach diese Szene finde, dass wir jetzt hier auf dem Ramburg stehen und ständig gegen das Tor dürzen, während wir gegen den Mond kämpfen. Zerstört die Haken, sonst kommen wir nicht vorwärts. Und wir sollten anscheinend Mordrat töten. Was hältst du davon, Tyrael? Ich versuch's nochmal eben kurz. Israel sagte mir, dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Das ist noch nicht bereit. Greif die Haken an! Okay, wir hören uns nach. Ja, wir hören uns. Meine Verletzungen sind Wir hören uns nach der Belagerung an, was Israel zu sagen hat. Zerstört die Haken, sonst kommen wir nicht vorwärts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten Mordrat erledigen, sonst kommen da immer mehr Haken. Und es sollte sich sowieso lohnen, ihn zu erledigen, weil er echt viel Schaden macht. Okay, das war Mordrat. Jetzt die Haken. Die Haken, Thaddeus, die Haken. Ich glaube, es war gar nicht Thaddeus. Ein letzter Schlag noch. Es war Mr. Krabs. So, werden wir... Ja, wobei, komm, das geben wir uns jetzt. So viel Zeit muss sein. Und mit Schwung! Rems! Der Weg ist frei. Und einfach instant noch eine... Ich glaube, das ist schlechter als, oder? Nee, oh!
Aber es ist halt nicht legendär, verdammt. Das wäre jetzt natürlich schon ein Verstoß gegen mein Prinzip. Aber das hier wäre halt wieder gelb. Weil ich mir gerade echt nicht sicher bin. Ich meine, mit den beiden kommen wir auf 3000. Auf über 3000. Ich glaube, das vergleicht jetzt nämlich nur die Einhandwaffe. Dann wäre es ja wieder schlechter. Und wir kriegen diesen Heiligschaden pro Sekunde nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, das Ding ist an sich schlechter, weil wir dann zwei hinterkämpfen. Und wir wollen es nicht vergessen, das Wichtigste, es ist nicht legendär. So, jetzt nochmal zum Allerwichtigsten. Tyrael sagte mir, dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Als Gegenleistung für ihr ewiges Schweigegelübde durften sie Maltaels Teiche der Weisheit in den hohen Himmeln betreten. Im Verlauf der Jahrtausende erfuhren sie dann fast alles über die Vergangenheit, die Gegenwart und selbst einen Teil dessen, was noch geschehen würde. Aber ob sie ihr eigenes dunkles Schicksal vorhersehen konnten, das weiß ich nicht. Wer weiß das schon so genau? Maltael hätte es gewusst, aber der wird es ihnen wohl kaum gesagt haben. So, ich stecke hier einfach mal was in Rüstung, weil so ein bisschen prozentuale Schadensreduzierung sicherlich nicht das Verkehrteste im Moment ist. Und einfach mal noch ein bisschen was in Angriffsgeschwindigkeit, weil warum nicht? Und damit auf in die Festung des Wahnsinns. Wo Tyrael schon wieder mit uns sprechen möchte, wo ist er denn? Nein, nicht voranlaufen. Ich muss mit dir sprechen. Das ist meine Quest. Los, sprich mit mir. Des Wahnsinns. Ach, das war's schon. Okay, komm. Als ich gegen Maltael kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes. Unempfindlich gegenüber jeglichem körperlichen Schaden. Eure Stärke genügt nicht. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr über die Kräfte des Todes verfügen. Genau wie er. Was ist mit den Geistern in den Tiefen der Festung? Die Macht der Toten. Falls ihr eins damit werden könntet, wärt ihr wie Maltael. Und ihr könntet ihm gegenübertreten. Aber ihr müsst euch beeilen, einen Weg zu finden. Tausende sterben in jedem Augenblick. Und Maltaels Macht wächst ins Unermessliche. Begebt euch zum Geisterbrunnen. Ho! Die einzige Möglichkeit, den Tod zu besiegen, ist, selbst zum Tod zu werden. Das ist doch mal ein Twist. So, wie... Ich kehre in Nein. die Stadt zurück. Ich wollte erstmal... Achso, nee, wir haben ja eh gerade nur das bisschen Zeug hier. Gut. Dann würde ich jetzt aber tatsächlich sagen... Da das hier die letzte Folge dieser Aufnahmesession ist. Ich weiß, die ist jetzt ein bisschen kürzer als sonst, aber wenn ich jetzt wieder anfange, durch den Dungeon zu laufen. Der Zauber liegt auf den Steinen dieser Festung. Selbst in diesem Moment bewegen sie sich, auch wenn es den meisten Augen verborgen bleibt. Gut, dass du mir das gerade noch mitteilen musstest. Ich wäre nie drauf gekommen, dass hier irgendwas Magisches in dieser Festung ist. Woher denn auch? Es sieht doch alles aus wie bei mir zu Hause und da ist ja auch nichts magisch. Oh. Ach, Verzauberin, weißt du. So, also, seht's mir nach, dass die Folge jetzt mal so ein Minütchen oder so kürzer ist, aber wenn ich jetzt wieder anfange, durch den Dungeon zu laufen und dann die Aufnahme beende, dann muss ich ja wieder durch die ganze Dungeon laufen, weil ich ja bei diesen tollen Spielen mit tollem Online-Zwang immer nicht einfach in einem Dungeon bleiben kann und da speichern, sondern selbstverständlich. Wobei, ich will's jetzt gar nicht auf den Online-Zwang schieben, denn ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht sicher, wie das bei den anderen, bei den ersten beiden Diablo-Spielen ist. Kann ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr sicher sagen. Falls es bei denen auch so ist, dann macht es Diablo 3 ja genauso wie seine Vorgänger. Von dem her kann man es ihm dann nicht explizit vorwerfen. Sondern wenn dann nur der Reihe. Ja gut. Aber ohne weitere Umschweife. Ich hoffe, dieser Part hier hat euch soweit gefallen. Und ihr seid dann das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir nach dem Geisterbrunnen suchen, um den Tod selbst zu bezwingen. Und für heute sage ich Tschüssikowski, euer Pargo.